Die Aufräumarbeiten nach der Entgleisung vom Glacier Express sind ihr Nacht auf heute ununterbrochen weitergegangen. Beim gestrigen Zugunglück ist eine Person gestorben, 42 Menschen sind verletzt worden, 12 davon schwer. Die meisten der Verletzten sind japanische Touristen. Eine japanische Agentur schreibt, dass es sich beim Todesopfer um eine 64-jährige Japanerin handelt. Wieso es zum schrecklichen Unfall ist gekommen, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Bahnbetreiber gehen von einem technischen Defekt aus. Sie glauben nicht, dass die grossen Temperaturunterschiede von den letzten Tagen die Gleise haben verformt. Schon heute soll die Strecke zwischen Laax und Viesch wieder freigegeben werden. Darum sind die Aufräumarbeiten die ganze Nacht vor sich gegangen.